Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri. Geralt rennt hier gerade durch unbekanntes Terrain, denn wir sollen uns in der Nähe von Yantra mit dem Spiegelmeister Gaunter Odim treffen, den wir bisher hauptsächlich aus Gwyn kennen, der aber auch wirklich äußerst nützlich dort ist. Ja, hier in der Nähe sollen wir uns mit ihm treffen um Mitternacht. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich habe mir gedacht, wir begeben uns einfach schon mal auf den Weg dorthin. Wir können ja auch bis dahin meditieren. Ach schön, Kühe auf der Weide. Glückliche Kühe, hoffe ich. Ziegen gibt's auch. Kühe und Ziegen. Dort lang. Gut, hier sollen wir uns mit dem treffen. An dieser Stelle. Da sitzen schon wieder Kinder. Singen die jetzt wieder? Nee, ne? Na gut. Wir meditieren bis Mitternacht. Mal sehen, was dann passiert. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Nicht du hast mir geholfen, sondern der Sturm. Ich hatte mit konventioneller Hilfe gerechnet. Du hast den Sturm beschworen, bist du Magier? Sagen wir das mal. Du erscheinst aus dem Nichts. Löst dich in Luft auf, beschwörst einen Sturm, bist wohl Magier. Oh nein, ich kann Zauber nicht leiden. Dieser kindische Hokuspokus ist völlig uninteressant. Die wahren Märchen faszinieren mich, die echten Leben, wie das folgende. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Everreck. Ach ja. Wie ist Olgierd auf deiner roten Liste gelandet? Woher weißt du, dass er mich betrogen hat? Ich habe nichts gegen Olgierd. Fragen wir das erstmal. Woher weißt du, dass wir uns begegnet sind und ich nicht gerade begeistert von ihm bin? Bitte, Geralt. Ich wusste, dass die Ophiri dich gefangen haben. Da hätte ich nicht wissen sollen, warum. Olgierd von Everreck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist. Das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele.
Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper so flink wie nie zuvor. Dein Geist schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache? Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Das hat doch irgendwie einen Haken. Was hast du für Olgierd getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgierd erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich, schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Ist ein bisschen wie Rumpelstilzchen, oder? Kann das sein? Erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? 1 Million Kronen? 2? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein, was Olgierd mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Bestimmt seine Tochter oder sowas. Ich will da nicht reingezogen werden. Weißt du was? Das geht nur euch beide an. Ich will damit nichts zu tun haben. Bevor du das sagst, hör mich an. Du wirst sehen, dass Olgierd ein schlechter Mann ist. Oder wie man im Westen sagt, ein echter Hurensohn. Okay. Na schön, was müsste ich denn tun? Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everick 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, wie soll ich sagen, einen Stellvertreter. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht 3 Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf 3erlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Vielleicht ist er auch ein Djinn. Aber Djinns verlangen doch keine Gegenleistung. Also ich bleib bei Rumpelstilzchen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgierd, seine 3 Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgierd. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat. Ja, aber bisher wusste ich ja nicht mal, dass Olgierd mich da betrogen hat.
Also, die Verbindung hatte ich jetzt bisher noch nicht. Na gut. Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd, aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Hm. Geh schon, du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Das Ding ist, wir haben ja jetzt quasi auch drei Forderungen. Beziehungsweise, also so richtig Forderungen sind das nicht, oder? Aber also ihr versteht schon, der hat uns auch schon zweimal geholfen. Wenn er uns jetzt ein drittes Mal hilft, würde er dann auch bei uns die Schulden eintreiben? Also, ne? Wäre ja durchaus denkbar, dass das passieren würde. Gut, aber wir müssen zurück zu Olgierd. Ja, wir können hier einfach den Weg entlang reiten, denke ich. Plötze muss hier irgendwie sein. Da. Das kommt Plötze. Los, los! Los, los! Wir können es gar nicht erwarten, diese äußerst dubiose Sache zu erleben. Was, wo soll ich lang? Wo bin ich denn jetzt? Oh, das ist doch bisher eigentlich nicht so verkehrt, oder? Würde ich meinen. Schneller! Ich denke, da können wir... Oh Mann, schon lang. Ob wir da jetzt rechts oder links gehen, ist, glaube ich, relativ egal. So. Okay. Ach, das ist wieder dieser Hof. Der Frisch. Creme Frisch. Moment. Ich muss da lang. Oh Gott, die Morphen. Einfach durchreiten. Ach so, das wäre jetzt hier das gewesen, okay. Okay, gut. In dem Fall werden wir uns darum kümmern, dass das jetzt zu dem Fragezeichen gehörte. Hey. Groß, oder? Ja. Wow, wow, wow. Schön vorsichtig. Den sind wir los. Wo ist denn die dritte? Hier. Ha. Hast du gedacht, ne? Na? Sehr gut. Oh, da liegen noch ein paar Leichen. Da vorne sind immer noch welche. Das muss ein Monsternest sein. Komm schon. Sehr gut. Die sind wir los. Und hier muss das Monsternest. Ein Monsternest. Ich zerstöre es am besten mit einem tanzenden Stern oder einer Kartätsche. Ja, okay. So genau ist er jetzt auch nicht immer. Okay. Das war das Monsternest. Okay. Weiter geht's. Oh, da ist noch ein Bär. Der sieht jetzt auch nicht mehr so glücklich aus. Okay. Können wir den irgendwie anzünden oder so?
zu sterben. Na komm. Warum kann ich... Oh, shit. Leute, stopp, stopp, stopp. Oh, mir ist gerade das Gamepad ausgegangen. Sekunde kurz. So, ich bin wieder da. Uiuiuiui. Noch mal ein bisschen was zu nehmen. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich ein Schild auslösen und kein Igni. Nein, Bären hatten wir schon lange nicht mehr. Vor allem einen, den ich ernst nehmen muss. So, das war's. Nicht mehr weit. Oh, da brennt's. Ach du Schreck. War das jetzt hier Gaunter Odim, der das Ding angezündet hat? Das ist doch das Herrenhaus, oder? Komme ich da von der Seite rein? Vermutlich nicht, ne? Ach, verdammt. Okay, wir müssen außen rumlaufen. Zum Eingang, richtig? Eieiei. Jetzt wird die Sache aber richtig düster. Gaunter Odim. Warst du das? Hast du das Ding angezündet? Für unseren Ataman gehen wir durch die Halle und kreuzen die Klingen mit jedem Teufel. Die stehen hier einfach nur so rum, total gechillt, ja? Was ist denn mit euch los? Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit dem Stock im Arsch. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja. Man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lasst mich los! Lasst mich gehen! Was macht ihr denn da? Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was ist denn da passiert? Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bierkumpel. Ganz ruhig. Sag mal. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich! Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Ach ja. Kein Grund, patzig zu sein, reden wir drüber. Sagen wir das mal. Olgierd will ihn tot. Aber warum, das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe: den Tod. Ehrenkodex haben sie auch noch. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihm. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Ja. Stell dir vor. Oder warst du noch nicht fertig? Mein Vater getötet!
Oha. Nicht ich. Du lügst, Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Warum kann der weiterlaufen? Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. Sag mal, müsste der jetzt nicht umfallen, tot? Was ist denn das für ein Typ? Oh. Also Blut so, hat er ja. Wo waren wir? Was ist mit seinem... Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Du bist also unsterblich. Erkennst du das Mal? Fragen wir das mal. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Du bist also unsterblich. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Ach so. Na gut, wir sind wegen unserer Belohnung hier, ne? Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Deine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus. Haha. Falls alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Ach so. Du wusstest, dass die Kröte ein Prinz ist. Fragen wir das nochmal. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist? Das wusste er nicht nur. Er hat ihn sogar selbst verflucht. Das hat er nicht erwähnt. Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Ja, dann. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Ach so, und wohin reisen wir denn jetzt? Was ist das für ein Privattrick? Du hast den Prinzen in eine Kröte verwandelt. Fragen wir das erstmal. Was er über den Prinzen gesagt hat. Stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken.
Ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Du hast mich also wissentlich in Gefahr gebracht. Fragen wir das erstmal. Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen. Ihr seid Fachleute. Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund, kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Also ein Rassist, okay. Das kommt mir wie ein Privatkrieg vor. Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du bereits, fürchte ich. Er hat etwas für dich getan. Jetzt bist du ihm was schuldig. Habe ich recht? Ja. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge, ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Aber gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Adjutanten? Was sind die drei Forderungen? Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine zweite Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die dritte? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. Irgendwelche hilfreichen Hinweise? Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Gut. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön. Wir sehen uns dort. Bis dann. 2 Forderungen hat er uns schon gestellt. Eieiei. Der Bruder dürfte kein Problem sein. Aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Ach so. Ja, nett von ihm, mich hier anzufordern. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Na gut, wie soll ich ihm ein Haus bringen? Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Also, verstehe ich das jetzt richtig? Ich soll ein Haus von da wegnehmen und da hinstellen? Oder ist das eher im übertragenen Sinn gemeint? Und warum ist der Bruder das Problem?
Olgierts Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Ach so. Shani also. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Mein Viel Gott. Glück, Geralt. Ja, danke auch. Okay. Jetzt haben wir also mehrere Aufgaben. Sesam, öffne dich, das Auktionshaus und die Sause des toten Mannes. Wo ist das? Ist auch in Ochsenfurt. Also eigentlich ist das alles in Ochsenfurt. Das ist ja schon mal praktisch. Dann können wir uns ja eigentlich damit auseinandersetzen. Genau, dann werden wir wieder nach Ochsenfurt zurückreiten. Hier runter. Man könnte auf dem Weg diese Fragezeichen sich anschauen. Und dann Shani aufsuchen. Die wird sich sowieso fragen, wo wir bleiben. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.